Fernsehen. Auch zu Gast im Spreewald ist Uli Schwinge. Uli, du warst lange Zeit nicht bei uns und da haben wir gedacht, wer im MDR so gepowert wird, in Hitparaden überall vorne ist, der muss hierher kommen. Danke. Fährst du immer noch zweigleisig als Interpret und Komponist? Ja klar, ich bin von Haus aus Musiker und Musik ist bei mir. Auch komponieren, Lieder schreiben, im Studio sitzen, produzieren. Auch für andere übrigens? Ja, auch für andere. Für Siv Malmkvist habe ich letztens viel geschrieben. Graham Bonney, Gabi Rückert, Nina Lisell. Ich mag das einfach. Erstens auf der Bühne stehen vor vielen Menschen in Hektik, in Trubel. Ich mag aber auch im Stillen, so in meinem Kämmerlein, an meinem Flügel, alleine. Das ist auch musizieren. Und auf Halle an der Saale lässt du nach wie vor nichts kommen? Nein, das schon, weil es meine Heimat ist. Und es ist auch eine tolle Stadt. Man muss Halle wirklich kennen, um zu lieben. Und wohne jetzt ein bisschen auswärts von Halle im schönen Landkreis Köthen in der Fuhnaue. Und das Schöne ist ja, in Halle an der Saale gibt es das einzige Beatles-Museum. Warst du schon mal da oder hast du was gegen die Pilzköpfe? Nein, nichts dafür, sagen wir. Im Gegenteil natürlich. Ich war schon mehrmals, dort sind wir vor einigen Jahren umgezogen von Köln nach Halle. Sehr interessant dort und ein ganz netter Geschäftsführer da in dem Hause, der beantwortet eben jede Frage. Und ich glaube, wenn man da so ein Beatles-Museum besucht, hat man noch mit Sicherheit Fragen, was man noch nicht weiß von den Beatles. Und im Spreewald warst du das sicherlich schon mal, oder? Lange her. Lange her. Wann bist du das letzte Mal Kahn gefahren, sag ich mal? Ja, auch sehr lange her. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich werde das nutzen hier. Genau, du kriegst nämlich jetzt Gelegenheit. Ich sage schon mal Tschüss. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bleibe ihr, euer Bernhard Brink. Jetzt ist er dran. Mit seinem neuen Titel erzählt er Storys wie im richtigen Leben. Hier ist er, Uli Schwinge. Viel Spaß. Tschüss. Na schön, im Boxring des Lebens, auf eigenen Beinen noch Himmel zu sehen. Spielt dein Ego auch noch verrückt, zwei Schritt vor und einer zurück. Sag jetzt nicht, man muss da drüber stehen. Stories wie im richtigen Leben, ganz nah dran und doch daneben. Stories, die man nicht erfinden kann. Keiner spielt mit offenen Karten, statt aufs große Glück zu warten. Irgendwann ist jeder von uns dran. Herzschmerz, wenn dich deine Liebe Hals über Kopf verlässt. Träume, die sich dann in Luft auflösen, geben dir den Rest. Und die Sehnsucht, die dich verzehrt, ist kein Pfifferling für dich wert. Sag jetzt nicht, dass dich das gar nicht stört. Stories wie im richtigen Leben, ganz nah dran und doch daneben. Stories, die man nicht erfinden kann. Keiner spielt mit offenen Karten, statt aufs große Glück zu warten. Irgendwann ist jeder von uns dran. So ist halt das Leben, ein anderes gibt es nicht. Irgendwann verlass dich dran, ist Land in Sicht. Stories wie im richtigen Leben, ganz nah dran und doch daneben. Stories, die man nicht erfinden kann. Keiner spielt mit offenen Karten, statt aufs große Glück zu warten. Irgendwann ist jeder von uns dran. Irgendwann ist jeder von uns dran.